Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Caribbean Endliche. Wir sind hier mit Espern und Delfine unterwegs. Wir kommen da auch raus, habe ich gesehen. Wir müssen da ja zu Arngeier, ja? Der nächste Quest heißt Der Hals der Welt. Mit Esperns Hilfe habe ich Alduins Mauer in Himmelszufluchtstempel entziffern können. Sie besagt, dass Alduin vor langer Zeit durch einen Schrei bezwungen wurde. Vielleicht können die Graubärte in mir diesen ja beibringen oder zumindest verraten, wie ich ihn erlernen kann. Deswegen gehen wir jetzt auf zu Arngeier. Da oben, ja, hieß es ja auch, dass wir rauskommen nach Himmelsrand. Gehen wir doch mal raus. Müssen wir nicht den ganzen Weg zurück und dann geht's mit Schnellreise ab, ne? Zu den Graubärten, ne? Die haben uns ja schon aufgenommen in ihrer illustre Runde. War ja auch recht, ja, interessant, wie die mit uns herumgeschrien haben damals, ja. Mit Religions kannst du bei Händlern bessere Preise erzielen und andere überreden, einschüchtern oder sogar bestechen. Na, wer sagt's denn? Sind wir schon hier? Und gut, auf der Karte anzeigen und gleich mal dahin. Das kann jetzt ein paar Tage dauern, das ist ja ziemlich weit weg. Hm? Und bin ich gespannt, wie die Graubärte auf diese Nachricht reagieren. Anscheinend sind sie nicht unbedingt Freunde von den Klingen. Und Proviant ist noch immer da. Ja. Klimlek hat die wahrscheinlich jetzt selbst heraufgetragen. So, sehen wir mal nach, wo Mr. Gaia ist. Mr. Arngeier. Ist eine recht verzwickte Story da. Das ist schon interessant, wenn man hin und wieder Bücher liest. Wo ist denn der? Entweder bei der Meditation, ja sicher, da hinten irgendwo. Oder er schlaft. Er schlaft da unten irgendwo. Ah, da sitzt da unser Freund. Seht ihr? Hm? Ups, falsche Taste. Lieber Herr Arngeier. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Moment. Sorry, Arngeier, ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Spielt das eine Rolle? Ja. In solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Auf wessen Seite steh nun gut, nur das geht nur mich anders an. Wenn ihr allein dastehen wollt, bitte. Wenn ihr unsere Hilfe wollt, werdet ihr meine Frage beantworten. Woher wisst ihr von einem Schrei, mit dem Alduin besiegt wurde? Die stehen schon alle parat hier. Er stand auf Alduins Mauer. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Ja, eigentlich nicht. Die Klingen helfen mir. Ich bin nicht ihre Marionette. Nein, nein, natürlich nicht. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Aber hört meine Warnung. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Aha. Dem war noch nie so. Und könnt ihr mir diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach.
Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr kanntet alle Worte der Macht? Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Was ist am Drachenfall so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Ja, das klingt alles überhaupt nicht gut, ne? Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist denn dieser Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Ah, ich habe gedacht, du bist der Anführer. Warum bin ich Partonax noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Oh, ja. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Aha. Und wie gelang ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Oh, okay. Das wird ja immer mysteriöser, Leute. Du siehst ja, das lieber gehen was saufen gehen, als da herum da mit diesem... Ja, und dann kommt noch der Bürgerkrieg und Großvater ist verliebt und alles Mögliche. Es wird ja immer stranger, die... Oh, links, rechts, wo ist denn hin jetzt, da? Da. Ja. Immer mysteriöser, Leute. Immer mysteriöser, die. Und die schnellsten sind sie auch nicht unbedingt beim Gehen, die Jungs. So. Na, warten wir jetzt auf den Lift? Ja, natürlich. Und Innenhof. Ja, die haben die Ruhe weg. Die müssen es wahrscheinlich auch, ja. Aha, mitten auf dem Pfad der Schreie oder wie heißt denn das? Welchen Pfad die da verfolgen? Wo bist denn du jetzt da runtergegangen? Ah, da draußen ist es immer so herrlich, ja. Ich liebe den Winter und die Kälte. Gehen jetzt alle mit, ja? Bori. Dovaki. Oh ja. Aber Dovakin, ihr kennt das ja? Aus dem Wüstenplaneten, ne? Der Pfad zu Partonax beginnt hinter diesem Tor. Ja? Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Ich folge dir da einfach einmal auf dem Schritt. Lock. Lock, abgeschlossen, sprich mit Angeier, lerne den Schrei wolkenlose Himmel. Wahr. Chor. Look, Vakur, okay. Ah, ich muss da mal her, genau. Wort der Macht gelernt. Himmel, wolkenlose Himmel. Dann nächsten. Na komm. Verflixt nochmal. Und da drüben noch einer, ja. Ich werde euch mein Wissen über wolkenlose Himmel vermitteln.
Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Okay. Nutzt es weise. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Ah, ist okay. Wolkenloser Himmel. Gleich einmal nachgeschaut. Magie. Das hauen wir dann gleich in die Shortcut. Schreie. Wolkenloser Himmel. Shortcut und den Shortcut. Okay. Den rüsten wir auch gleich aus. Probieren wir den gleich einmal. Und was ist jetzt? Da kommen wir dann durch. Okay, ja, da haben wir damals auch, wenn ihr euch erinnern könnt, ein wenig gelevelt, nämlich ja, Wiederherstellung. Aber, ja, wieder mal ein guter Zeitpunkt, um hier ein kurzes Spätzchen mit dem Großvater zu halten, uns zu bedanken bei den Graubärten, die verschwinden mittlerweile. Und, wir könnten da mal reinschauen, da waren wir noch nicht, sorry. Bevor es da weitergeht, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr so oft daher. Ja, seht ihr, die Sonne kommt raus. Ist das cool? Ups. Was ist denn jetzt los? Schauen wir da mal rauf. Öffnen Himmelshand. Gehen wir mal rein. Die Zeit muss noch sein, weil dann beim nächsten Mal erlernen wir ja einen mächtigen Schrei. Ah. Leute, seht euch das an. Ja. Wolkenloser Himmel ist cool. Da sieht man ja auch was von der Gegend. Und das ist der Meditationsturm von Arngeier. Cool, da waren wir noch nicht. Sorry. Ah, der schreit auch, dass die Hälfte reicht. Nur einen kurzen Blick noch darauf geworfen. Ja. Das haben wir bis jetzt so auch noch nicht gesehen. Ja. Ja, okay. Leute, in diesem Sinne, ja, beim nächsten Mal, wenn wir mit der Chefpartie rechnen, sehen wir uns wieder. Euer Toso, ciao. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.